Ja, Leute, willkommen zu einem neuen Video. Es geht um etwas Blödes, denn ich habe Mass Effect 3 noch nicht bekommen. Es liegt jetzt weder an Amazon oder an sonst wen, auch nicht an mir, sondern ich habe mir das Ganze woanders bestellt, und zwar bei GamePeace.at, also diese Seite hier. Und ich habe bisher immer noch nicht irgendwas davon gehört. Ich kann mal ganz kurz schauen, ich habe hier ein Facebook-Eintrag davon, wo auch andere ein bisschen darüber meckern. Denn, ja, es ist noch nicht da. Ein paar haben es scheinbar schon, ich habe es noch nicht, ganz viele andere haben es auch noch nicht. Und zwar, sollten die Keys, ich kann hier mal schauen, meine Bestellungen, da könnt ihr es jetzt noch mal ganz kurz sehen. Hier habe ich bezahlt, zweimal, für mich und Promo Cable. Für ja knapp 28 Euro jeweils. Ist recht billig, kann man dann mit dem Key aktivieren, wenn der einem zugesendet wird. Und das Ganze ist dann ja, ich sag mal so halb legal. Und ja, ich habe es jetzt bisher noch nicht bekommen, weil die Leute von Game Keys einfach nicht dazu kommen, diese scheiß Keys zu senden. Und das bringt mich ein bisschen in Rage, deswegen habe ich auch die schöne Musik im Hintergrund laufen, die übrigens momentan eins meiner Lieblingslieder ist. Ja, ist gut. Auf jeden Fall, nochmal zum Punkt. Ich habe Mass Effect 3 noch nicht bekommen. Ich bekomme vom, hier, vom Live-Support immer nur so Sachen, ja, die werden dann morgen verschickt. Und, ich finde es eigentlich ein bisschen unverschämt, weil, ich kann mal ganz kurz hier, unsere Top Games, EA-Spiele, wo ist es denn jetzt? So, da suche ich mal ganz kurz Mass Effect 3, da haben wir's. Da, oder steht das hier? Ja. Dieser Artikel wird am 6. März in den USA und in Europa am 8. März erscheinen und dann eben auch versendet hier. Die Lieferung erfolgt vor oder am Release-Tag. Keys brauchen hier, ihr seht's, während der Geschäftszeiten, also abends 5 bis 120 Minuten, also maximal 2 Stunden. Und ja, es sind jetzt 2 Tage vergangen. Quasi, also es müsste jetzt eigentlich schon längst da sein. Und ich habe halt wirklich noch nichts erhalten, bis auf so Sachen wie, ja, die kommen dann. Oder so. Also der Live-Support ist auch jetzt nicht so wirklich hilfreich. Was ich halt leider nicht machen kann. Hier seht ihr auch, da habe ich auch Saints Row gekauft. Die Keys hier kann ich aufrufen und so weiter. Und erfolgreich abgeschlossen. Hier kann ich dann halt so Sachen machen wie nochmal erneut schicken oder so. Zahlung ist aber nur eingegangen, die Keys wurden noch nicht verschickt. Heißt also, ich kann nicht sagen, okay, jetzt verschick sie doch nochmal extra, sag ich mal. Damit ich sie vielleicht nochmal doppelt bekomme, mehr oder weniger. Naja, doppelt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Dass sie halt nochmal die Anforderung bekommen, es mir zu schicken. Das war nämlich bei Saints Row auch so, da hatte ich auch schon das Gefühl, da kann irgendwas nicht ganz stimmen. Ich habe mir das gekauft, also da war das schon nach dem Release. Und es ist halt eine Zeit lang nicht gekommen. Sie haben gesagt, okay, erfolgreich abgeschlossen, werden verschickt. Und es kam halt nichts. Ich habe dann bestimmt eine halbe Woche bis Woche gewartet, bis ich gesagt habe, okay, ich sag jetzt hier, schick mir die doch mal jetzt, verdammt. Und dann waren die auch innerhalb von 3 Stunden da oder so. Das ging dann. Das kann ich hier leider nicht machen, weil die gesagt haben, dass sie halt noch nicht verschickt haben. Und ja, das Problem an der ganzen Sache ist, jeder kann schon Mass Effect zocken. Überall sehe ich Let's Plays, wo schon mindestens 10 Parts sind. Das regt mich ein bisschen auf, weil ich will das verdammt nochmal jetzt zocken. Und ich werde beim nächsten Mal nicht mehr bei Game Keys bestellen. Das empfehle ich euch auch nicht. Ich empfehle also diese Seite nicht mehr. Hab ich mal gemacht, weiß ich gar nicht. Ich starte mal hier kurz von vorne. Also, total unzuverlässig. Also zumindest für Vorbestellungen kannst du es eigentlich total knicken. Ich habe jetzt ja keine Wahl. Ich könnte es mir theoretisch auch nochmal bei Amazon bestellen, aber es bringt mir nichts, weil das Geld habe ich dann immer noch nicht wieder zurück. Und ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Es tut mir leid, es liegt nicht an mir, es liegt an den Leuten von hier. Ich kann nochmal ganz kurz hier das aufrufen. Ich habe hier unter anderem geschrieben, oder hier am 5. März, die Keys gehen erst morgen Abend raus. Ja, also am 6. März gehen die Keys raus, hat er gesagt. 6. März am abends halt. So. Dann bla bla bla. Hier zum Beispiel gibt es auch nochmal einen schönen Artikel. Aha, Bilder und Anleitung von mir klauen. Ihr glaubt, ihr habt
den Schuss nicht gehört. Sogar die Patch-Dateien sind gleich, also alles von diesem Typen scheinbar noch geklaut. Und, ja. Oder hier zum Beispiel auch, ist halt unglaublich, ich schreibe den Support an, weil ich gerne wissen würde, wann ich meinen Key bekomme, da ja anscheinend schon verschickt worden sind und da geht der Typ einfach offline. Ist mir zum Beispiel auch mal passiert, teilweise sagen sie dann halt auch einfach nur so Sachen wie, ja wann wäre, oder ich habe geschrieben, glaube ich einmal, ja ich hoffe, dass die dass dann morgen, ich habe das gestern Abend gesagt, ich hoffe, dass dann mal bald die Keys kommen, ich habe nämlich schon vor sehr langer Zeit bestellt. Und dann kommt halt ein einfaches Yo und er geht off. Also das ist halt ein bisschen unverschämt, besonders für so Leute, die es vorbestellt haben, die dafür schon bezahlt haben. Ich meine, wenn ich jetzt quasi da Geld hinschicke und die haben das Geld noch nicht bekommen, dann kann ich das noch nicht erwarten. Aber es ist halt einfach, sie haben gesagt, sie wollen es am 8. spätestens verschicken. Und verdammt nochmal, das ist kein Paket, es ist ein Key, die können sie mit E-Mail schicken. Und es ist halt eigentlich ein bisschen scheiße. Ich habe hier auch geschrieben, bei mir auch nicht, habe den noch nicht, hoffentlich bekomme ich ihn noch heute, das war dann hier um 15 Uhr, spätestens morgen, heute ist er immer noch nicht da, und dann immer noch nicht da, langsam reicht es mit der Warterei. Der Typ hier drüber zum Beispiel hat auch geschrieben, dass das wohl sein letzter Kauf gewesen sein sollte bei dieser Seite, und ja, meiner wird es auch gewesen sein, ich hatte nämlich keinen Bock mehr auf so einen Scheiß, und deswegen, ja, ich werde, sobald ich die E-Mail erhalte, wenn ich sie erhalte, werde ich sofort anfangen und 500 Parts aufnehmen. Das könnt ihr mir glauben. Also, es wird sofort losgehen, wenn es soweit ist. Ich kann momentan aber noch nicht aufnehmen, weil ich es noch nicht hab. Und es ärgert mich besonders bei Mass Effect 3, weil es halt so ein geiles Spiel ist. Und, aber egal. Das, nochmal kurz zu der Sache. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt in Tränen ausbrechen würde, aber es ist halt, ja, ich sag mal so, es ist jetzt nicht das beste Spiel aller Zeiten. Es stört mich halt einfach nur, dass überall steht Mass Effect, Mass Effect, Mass Effect da. Und da wird Mass Effect Let's Played, da hinten wird Mass Effect Let's Played. Auf GameStar, dick als Titelseite und bei Facebook und bei YouTube als Werbung und was weiß ich. Und dann geht's mir halt schon ein bisschen auf den Sack, wenn ich der Einzige bin, der es nicht bekommt, weil die Typen halt ein bisschen hinterherhängen. Da kann man dann schon mal ein bisschen, bisschen, ihr wisst schon, sauer sein. Gut, soll es im Prinzip gewesen sein. Ich wollte eigentlich nur sagen, die Seite ist absolut nicht zu empfehlen, meiner Meinung nach, zumindest nicht mehr. Also vorher ging es halt noch, aber jetzt mittlerweile denke ich mir halt auch, das muss nicht sein. Da können sie dann auch mal verdammt nochmal den Key schicken. Und Mass Effect geht los, sobald ich es habe. Ich habe auch schon die Festplatte leergeräumt. Es ist eigentlich nichts mehr drauf. Battlefield 3 habe ich gestern hochgeladen. Das ist das Einzige, was ich noch quasi drin habe. Und ja, das ist ziemlich ärgerlich. Gut. Das wäre es dann eigentlich. Und ja, ich hoffe, ihr seid nicht allzu sauer. Nicht so sauer wie ich. Ich habe nämlich Grund zur Wut, ihr so halb, denn ihr könnt es überall anders auch gucken, was mir natürlich auch wieder ein bisschen die Zuschauer nimmt, aber ich hoffe, ihr guckt es trotzdem bei mir, würde mich auf jeden Fall freuen. Oder hier zum Beispiel, Mass Effect 3, ja, endlich geht's los. So, was steht hier? Mass Effect 3, Part 5 von Hallowed. Gibt es hier noch was? Gibt es bestimmt noch welche. Gucken wir noch mal weiter runter, vielleicht gibt es auch noch welche. Ach komm, er lädt sowieso nicht. Scheiß YouTube. Egal. Gut. Ja, jetzt geht auch schon passend das Telefon. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es geht los, wenn es losgeht. Seid nicht allzu sauer. Also, bis dann. Ciao.